Berlin, Freitagnachmittag. Love is in the air. Love is everywhere. Love is in the air. Ein Plattengeschäft in Kreuzberg. Hier beginnt das Wochenende in der Techno-Szene. Jeden Freitag ist dieser Plattenladen Pflichttermin für alle Berliner Disc-Jockeys, sprich DJs. Die neuesten Scheiben sind eingetroffen. Über 10.000 Titel finden sich hier. Und alles ist nur eine Musikrichtung. Techno. Techno, das ist eine besonders kompromisslose Form rein elektronischer Tanzmusik. Eine Musik, die abseits der Industrie und der Plattenkonzerne entstanden ist. Die Produzenten arbeiten zu Hause oder in ganz kleinen Studios. So wie hier der junge Berliner Mike van Dijk. Love is in the air. Love is everywhere. Über 1000 neue Platten erscheinen weltweit jeden Monat. Selbst für den Chefeinkäufer und Disc-Jockey Rock ist es da schwer, den Überblick zu behalten. Techno ist eine Musik, die kann man im Schlafzimmer machen mit ein paar Geräten, einem Computer und einem Mischpult. Das kostet vielleicht 10.000 Mark und man kann schon Techno-Musik machen. Und eine Platte rauszubringen ist heutzutage auch ziemlich leicht und deswegen machen auch wahnsinnig viele Leute das. Viel zu viele natürlich, weil auch unheimlich viel Bockmist rausgeworfen wird und man ist hier ganz schwer immer am Selektieren, dass man immer das blöde Zeug raushält, weil sonst platzt hier alles aus den Nähten irgendwann. Um Techno-Musik zu machen, braucht man gar nicht viel. Einen Sampler, einen Computer, ein Mischpult und um es aufzunehmen, einen DAT-Recorder. Diese vier Sachen reichen im Grunde aus, um Musik zu machen. Andererseits sind auch alte analoge Synthesizer besonders beliebt. Und die bekannteste und berühmteste ist wahrscheinlich die TB-303. Ihr Klang taucht auf so ziemlich jeder zweiten Techno-Produktion auf. Dann kann man den Klang noch sehr schön modulieren, um den typischen 3-Effekt zu erreichen. Eine Bassdrum dazu. Clap. Hi-Hat. Percussion. Vielleicht noch einen zweiten Synthesizer. Also das hier eben habe ich mal so in 10 Minuten kurz für das Fernsehen programmiert. Und das könnte schon als Grundlage für einen Techno-Song dienen. Techno war am Anfang eigentlich so eine Revolution, also eine Gegenkultur zu dem vorhandenen Tanzbetrieb, den es da eigentlich immer gab, so mit Hey, this is for the ladies und Soul-Musik und dann wieder Funk und dann wieder ganz soft und dann wieder, naja, und irgendwie Heteros an der Bar und so. Und dann Techno war dann irgendwie totales Abfahren, Aussteigen aus der Realität mit Hilfe von völlig durchgeknallter Musik. Und ich glaube halt, Berlin ist an sich eine Stadt früher gewesen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ja doch, heute ist auch noch so, wo also für solche Leute immer ihren Platz war. Samstagabend, 22 Uhr. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Dagmar, Barchefin im Bunker, einem Techno-Club in Berlin. Er ist noch zu Hause. Tanis, einer der berühmtesten deutschen Techno-DJs. Seine Gage pro Abend 1500 Mark. Sie hat im Sommer das Abitur gemacht und ist jedes Wochenende von Club zu Club unterwegs. Susanne, 20 Jahre alt und eine begeisterte Raverin. Raver, so nennen sich die Fans der Techno-Musik. Raver, das sind auch die Studentin Nicole und der Grafiker Tommy, die sich langsam auf den Weg machen. Also das erste Mal, als ich in so einen Techno-Laden gekommen bin, das war mit Freunden, die haben mich da irgendwie mitgeschleift und hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich dachte, es wäre die Hölle, bin auch relativ früh gegangen. Und dann einen Monat später haben sie mich irgendwie nochmal überreden können. Und es war dann halt so, dass ich dann da irgendwie saß und langsam auch anfing, da mitzuwackeln bei der Musik und 4 Stunden auf einmal getanzt habe, völlig durchnässt gewesen bin. Also das war mein Anfang irgendwie. Ein Uhr morgens im Bunker. Die ersten Gäste kommen.
10 Mark Eintritt und das Techno-Wochenende kann beginnen. Noch ist es früh in Techno City, denn vor Mitternacht macht sich niemand auf den Weg. Aber trotz der frühen Zeit, auf der Tanzfläche tobt heute bereits das Leben. Wir haben jetzt 2.05 Uhr, wie man da draußen sieht, schöne Stimmung. Und wer es packt, der schläft jetzt einfach bis Montagabend nicht mehr. Also, nach Hause kommen, würde ich sagen, da ich noch nicht alleine wohne, sowieso nicht, bevor das Wochenende vorbei ist. Und ja, ist relativ gesehen, kommt drauf an, wie es wird, aber auf jeden Fall bestimmt nicht vor den frühen Morgenstunden. Also bestimmt nicht, oder sagen wir mal, frühe Mittagszeit, so gegen 11, 12. Vielleicht mal früher frisch machen, wieder losgehen. Kommt ganz drauf an. Sie DJt und moderiert jeden Samstag von 22 Uhr bis 3 Uhr morgens. Marusha mit ihrer Sendung Rave Satellite auf Rockradio B. Jeden Samstag 5 Stunden Techno nonstop. Für die Szene ist ihre Sendung fast schon ein Pflichtprogramm. Denn in den üblichen Musiksendungen oder den normalen Radioprogrammen wird Techno so gut wie nie gespielt. Ich habe an Marusha, Unrave Satellite, Club Radio B, in der Leperstraße 10 bis 50 in O1160 Berlin. Marusha, Rave Satellite, Club Radio B, in der Leperstraße 10 bis 50 in O1160 Berlin. Die DJs Jauche und Spezial aus Berlin. Check this. Es ist eigentlich immer was los, es kommen immer Leute vorbei, die interessiert sind jetzt mal zu sehen, wie das hier abläuft, wie es im Radio überhaupt abläuft. Und die kommen dann einfach vorbei, bleiben so eine Stunde, gehen danach in die Clubs oder kommen nach den Clubs, wenn ich so 5 Stunden Sendung habe, kommen sie dann auch mal gerne um 1 oder um 2, legen einen kleinen Break ein. Man spricht so über dies und das und dann ist immer was los. Dann gibt es sehr viele junge Hörer, die mir schreiben, die sind zwischen 11 und 17 Jahren und die haben natürlich ganz andere Probleme, die mögen die Musik, wissen aber gar nichts damit anzufangen, umgesetzt jetzt in die Club-Atmosphäre. Und die wissen ja auch nicht, wie es da so abgeht. Und die fragen dann eben, ja, wie das dann umgesetzt wird im Club. Oder die haben dann andere Probleme. Ein Junge hat mir zum Beispiel geschrieben, das habe ich dir schon erzählt, mit der Zahnspange. Er hat mir geschrieben, er hat jetzt eine Zahnspange seit 3 oder 4 Tagen und er findet sich so hässlich, diese Zahnspange. Und er mag gar nicht den Mund aufmachen und so. Und dann habe ich ihm mal zurückgeschrieben, dass es gar nicht schlimm ist, so eine Zahnspange zu haben, dass ich immer eine haben wollte und hier eine gekriegt habe und dass es doch sehr spacig ist. No women allowed. Techno Total, ein typischer Abend im Bunker. Das inszenierte Inferno findet dort jedes Wochenende statt. Für die meisten Leute, die haben mir gesagt, dass sie zum Beispiel das erste Mal in Bunker gegangen sind oder das erste Mal in Tresor, Die wussten gar nicht, wo sie sind und die kriegten also erstmal Angstgefühle sogar. Mussten dann erst 2-3 Mal das durchmachen, um dann wirklich dabei zu sein. Und dann fanden sie es richtig toll. Das ist halt der Rhythmus, der starke Bass an der Musik,
der einen immer wieder auf die Tanzfläche zieht, eben, dass man zum Tanzen animiert wird und auch seinen Körper einfach mitbewegen kann. Das ist das Gute daran. Also ich persönlich kann dazu sagen, dass ich noch nie auf Musik so abgefahren bin wie auf diese Musik, und ich höre schon ziemlich lange Musik. Ich kenne verschiedene Musikrichtungen und es ist halt wahrscheinlich auch die Masse, in der man glücklich ist, und wenn bestimmte Beats einfach gespielt werden, bestimmte Sounds, und die Masse grölt und johlt und alle pfeifen, dann ist halt also eine Gemeinsamkeit da. Es ist einfach umwerfend. Liebe ist total. Das ist die Musik, die einen auch weiterzieht, und eben auch wieder das DJing, dass der DJ schon irgendwie eine gewisse Macht auf einen ausübt, mit der Art, wie er die Platten auflegt. Man denkt, oh, jetzt bin ich müde, jetzt will man gerade von der Tanzfläche runtergehen, und schon legt irgendwas Neues auf und das geht so gut ineinander über, dass man gar nicht mehr aufhören will. Die Stücke gehen ja alle nahtlos ineinander über. Man kann im Prinzip die ganze Zeit ohne Pause tanzen. Es war bei den ersten Techno-Zeit-Partys auch so, dass der Wolle dann irgendwann wirklich einfach das Licht angemacht hat und die Leute rausgeschmissen hat. Es war 6 Uhr morgens, die wollten noch nicht gehen. Das war vor 2 Jahren, war das noch also ein Phänomen irgendwie. Mittlerweile ist es ganz normal. Es gibt so 3 große Namen in Deutschland. Das sind halt Bestbam, Sven Feth und Tannes. Das sind die 3, die halt irgendwie, wenn in Westdeutschland eine größere Party ist, da muss mindestens einer von den Namen draufstehen, damit die Party auch richtig voll wird. Ja. Hätten Sie das jemals träumen lassen, damit bekannter DJ zu werden? Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass, also ich habe das anfangs angefangen, um halt meine Platten zu finanzieren. Ne? Habe ich mir gedacht, da kannst du auch auflegen, da kriegst du wenigstens ein bisschen von dem Geld wieder rein. Und dann ist es halt immer größer geworden und am Schluss, naja, jetzt stehe ich halt hier da und mir geht's gut. Wie viel Geld gibst du etwa im Monat für Platten aus? Ja, zwischen 3.000 und 5.000 Mark. Platten kaufst du dafür? Zwischen 200 und 250 sind das etwa, mal mehr, mal weniger. Das heißt ja praktisch pro Tag 10 verschiedene Platten, die du neu kaufst. Ja, das ist halt irgendwie die Hausaufgaben, die ein DJ heute machen muss. Er muss also wirklich zu Hause sich die Platten reintun, mit den Platten arbeiten, die Platten so kennen wie einen guten Freund, damit man an der entsprechenden Stelle an einem Abend weiß, die und die Platte ist es jetzt. Ja, wie viele Stückzahlen wäre etwa so bei einer Techno-Platte gepresst? Ungefähr 1000 bis 2000 Stück. Und warum bloß so wenige? Weil das Kaufverhalten der Leute, die Technomusik hören, ein anderes ist als meinetwegen bei einem Rockfan. Ein Rockfan hört vielleicht eine Platte, die ihm gefällt, im Radio und kauft sich dann gleich die LP oder CD. Der Clubgänger gibt eigentlich sein Geld dafür aus, den Eintritt für die Clubs zu zahlen, für Getränke, sonstige Sachen, für Klamotten, weil die Musik eben auch nicht unbedingt dafür da ist, um sie zu Hause zu hören, sondern im Club zu hören, sie im Club mit anderen Leuten zu erleben. Durch diesen Fall der Mauer haben sich hier unwahrscheinlich viele Läden einen Namen gemacht, die anfangs illegal waren. Eben dadurch, man hatte irgendwie, alles war total drunter und drüber, die Mauer ist gefallen irgendwie. Man hat alte Häuser, abbruchreife Häuser einfach aufgebrochen, ist da reingegangen, hat sich da eine Anlage reingestellt, und dann gab es so Underground-Clubs da und da und dort. Und die ganzen guten Clubs sind ja nur im Ostteil der Stadt. Also im Westteil der Stadt gibt es keinen Club, der wirklich gut ist oder wo alle hinrennen. Vielleicht mal eine Party ist, aber eigentlich sind alle guten Clubs im Ostteil der Stadt. Ich bin davon überzeugt, dass genau die Ostjugend das so groß gemacht hat, wie es jetzt ist. Also die Emotion und dieser Freiheitstanz, so Liberation-mäßig, hat das Ganze so richtig angekurbelt, um es wirklich so groß zu machen. Eigentlich so bei den Leuten, die ich kenne, ich weiß, dass ein paar von denen aus dem Osten sind, aber wenn ich das nicht wüsste, könnte ich es auch nicht unterscheiden. Das ist ziemlich verwachsen, finde ich auch gut. Also verwachsen, es hat sich halt irgendwie zusammengefügt. Ja, ist schön. Das ist auch eine der positiven Sachen überhaupt, dass diese Szene sich überhaupt, und diese Leute sich unter diesem Rahmen der Tanzmusik, der Hausbewegung, der Techno-Bewegung, sich so zueinander gefunden haben und dass sich da irgendwo so eine kleine Einheit gebildet hat oder so eine kleine Vereinigung gebildet hat, die auf großer Ebene vielleicht nicht so gelaufen ist. Also mein eigentlicher Beruf ist Erzieherin. Das habe ich ziemlich lange gemacht und ich war dann halt irgendwann ausgepowert. Ich hatte einfach keine Lust mehr, es war mir zu viel. Und dann halt war ich eine Zeit lang arbeitslos und dann habe ich angefangen, so als Barfrau zu arbeiten im Fischlabor. Und das hat mir super gut gefallen und dann bin ich irgendwann gefragt worden, ob ich nicht Barchefin im Bunker werden will. Und dieses Angebot habe ich angenommen, weil ich mir dachte, Neuland. Es liegt mir total, die eigenen Partys auch mit Arbeit zu verbinden. Das ist halt, Arbeit und Privatleben fließen für mich total ineinander und ich kann mich total damit identifizieren und das ist absolut mein Glück im Moment.
Also im Bunker morgens um 3 Uhr, wie ist die Stimmung jetzt? Also oben tobt das Leben, ja, unten wird sich dann eher ausgeruht und irgendwie gemütlich zurückgezogen, aber oben da ist das tobende Leben, also da springen die Leute wild rum. Ab wann kommt so eine Techno-Nacht normalerweise richtig in Schwung? Es kommt auf den Laden an, also hier fängt so zwischen 1 und 2 an, im Planet fängt so zwischen 5 und 6 an und im Walfisch fängt so Sonntagmittag so um 12, 1 an. Du wirst eine lange Nacht vor dir. Also ich penne jetzt nicht bis Montagabend, weil danach werden wir dann erst noch mit ein paar Leuten zu mir gehen und dann noch richtig schön zu Hause ein bisschen nachchillen. Und wie oft ziehst du dieses Programm durch? Jede Woche. Schafft man es überhaupt länger als bis 10, 11 unterwegs zu sein, ohne Drogen zu nehmen? Also ich möchte jetzt über niemanden urteilen. Also man kann ja auch zwischendurch vielleicht, ich kenne Leute, die fahren nach Hause, frühstücken, schlafen ein bisschen und kommen wieder. Also deswegen kann man nicht sagen, ah, du bist jetzt um 5 Uhr noch hier, also hast du Drogen genommen. Aber ich meine eigentlich nicht. Wenn man samstags um 12 Uhr losgeht und Sonntagabends um 5 Uhr immer noch irgendwo auf einer Party ist, dann hat man einfach definitiv irgendwas genommen. Stell ich mir so vor. Was schätzt du, wie viel Prozent der Leute nehmen hier Drogen? Habe ich nicht verstanden, die Frage. Was glaubst du, wie viel Prozent der Leute nehmen hier Drogen? Hier? Also jetzt, ich habe das Gefühl, dass hier im Augenblick sehr viele Leute sehr viele Drogen nehmen. Ich meine, das sieht man den Leuten ja heutzutage nicht mehr an, ne? Also, nee, kann ich wirklich nicht sagen. 5, 10, ich weiß es nicht. Ja, also mit Sicherheit machen viele Leute wirklich durch bis Sonntagabend oder bis Montagmittag. Aber das sind dann Leute, die haben halt Aufputschmittel zu sich genommen, um es halt auszuhalten. Sie putschen sich halt auf, damit sie halt weitermachen können. Ich bin das aber ein bisschen näher mit den Aufputschmitteln. Du meinst Drogen? Naja, ich meine, es sind in der Hauptsache Speed, Ecstasy und Koks, Kokain. Was schätzt du, wie viele Leute hier in der Szene nehmen diese Drogen? Also ich würde mal sagen, zu 90% der Leute verkonsumieren diese Drogen. Weil die meisten, die ich noch mittags sehe, die müssen es einfach machen, weil das kann man von Natur aus gar nicht durchstehen. Also ich habe es ein paar Mal versucht und es geht auch, wenn ich halt lange vorher geschlafen habe. Aber an sich bin ich auch nicht gewillt, das zu machen, weil ich will meinen Körper einfach so ganz natürlich, im natürlichen Rhythmus belassen. Und wenn ich müde bin, dann gehe ich nach Hause und schlafe. Und dann habe ich schon mein Glück gehabt vorher. Du hast doch einige Male bei After-Hours-Partys gearbeitet, also Partys, die am Montagmorgen um 6 Uhr begonnen haben. Wie war denn da so die Stimmung? Ja, ich würde sagen, die Leute waren schon ziemlich fertig, waren zwar noch gut drauf, aber es ging halt alles etwas langsamer zu. Die meisten haben sich dann schon irgendwo beispielsweise im Bunker auf Kissen abgelegt und sind dabei eingeschlafen. Wahrscheinlich auch, weil sie dann irgendwann gegen Montag früh Joints geraucht haben, um wieder runterzukommen von ihren Aufputschmitteln. Und es ging halt ganz einfach viel softer zu und viele Leute sahen halt auch ganz schön fertig aus. Also schon echt so leichenmäßig, meiner Meinung nach. Nun ja, es ist natürlich so, also bei jeder Musikkultur sind Drogen irgendwann ins Spiel gekommen. Das war immer so. Und man kann als Betreiber so einer Kultur oder als Akteur, wie jetzt ich als DJ oder so, kann man da auch nichts dagegen tun. Es hat immer Leute gegeben, die das machen und es hat immer andere Leute gegeben, die dann auf die gezeigt haben und gesagt haben, ah, deswegen ist diese ganze Szene scheiße. Und tja, also mehr kann ich dazu nicht sagen, das war immer so. Und ich glaube, man darf irgendwie nicht der Musik Unrecht tun oder dieser Tanzkultur, indem man also das auf das bezieht und dann irgendwie runterziehen will. Weil es gibt genug Leute, die machen das ohne Drogen und die haben ganz großartig Spaß. 6 Uhr morgens. Im Bunker ist die Nacht zu Ende. Die Stimmung war, naja, also ich meine, es hat schon bessere Abende gegeben, auch schlechtere, also sagen mittelmäßig. Also ich meine, die Leute haben getanzt und haben geschrien, das war schon okay, aber es hätte irgendwie noch der gewisse Funken, den ich da einmal erwartet, der war nicht ganz da. Es ist Zeit für eine wichtige Entscheidung. Nach Hause gehen oder weitermachen. Die richtigen Rehwer, die machen sich jetzt wie gesagt erstmal frisch und sehen sich danach dann alle im Walfisch, um dann zu sehen, was danach weitergeht. Kann man das so sagen, 6 ist eine Zeit, wo sich die Spreu vom Weizen trennt? Nee, kann man eigentlich nicht so sagen, weil es gibt auch viele Leute, die jetzt abends gar nicht mehr weggehen, sondern halt bis morgen schlafen und dann in den Walfisch gehen. Noch richtig schön früh ausgeschlafen und dann hingehen. Ich werde ja auch erstmal jetzt irgendwie 2-3 Stunden irgendwie Ruhepause einlegen und dann halt in den Walfisch weitergehen. Auch Susanne geht nach Hause.
Aber sie erinnert sich an Wochenenden, die erst Montagmorgens endeten. Montags früh, da war das Wochenende am Ende. Man läuft so zur U-Bahn und da kommen einem schon die Leute entgegen mit ihrer Arbeitskleidung, ihren Aktenköfferchen. Und ja, man steigt in die, dann überlegt man schon, oh mein Gott, die gehen jetzt halt zur Arbeit, was machst du? Du gehst jetzt nach Hause schlafen, schläfst 2 Tage durch und dann hast du nichts gebracht, zustande gebracht. Und die Leute arbeiten halt. Und es sind halt um Zeiten gewesen, die man so hatte. Und damit muss man sich mal irgendwie auseinandersetzen. Aber es war einfach immer schon ein ganz schönes, abtörnendes Gefühl. Also für mich persönlich zumindest, wenn ich dann einfach in der U-Bahn sitze und dann einfach den Leuten ins Gesicht sehe und weiß, ja, die tun jetzt halt was. Und du machst einfach gar nichts. Du hast auch die letzten 3 Tage nichts weiter gemacht als deinen Spaß gehabt und Fun. Und, aber damit habe ich mich gut auseinandergesetzt inzwischen. Und so das Hardcore-Raven, wie gesagt, ist bei mir auch nicht mehr so. Wie stellst du deine Zukunft als Raver vor? Wie wird es weitergehen? Die Zukunft als Raver? Ach, ich habe mir da noch keine Zukunftsgedanken gemacht, weil es kommt, wie es kommt. Und nö, also da mache ich mir auch gar keine Gedanken drüber eigentlich. Acht Uhr morgens. Für Dagmar ist die Nacht jetzt endgültig beendet. Für alle anderen gibt es jetzt nur noch ein Ziel, den Walfisch. Sonntagvormittag. Seit 6 Uhr morgens ist der einzige After-Hours-Club der Stadt geöffnet. Hier geht es weiter bis 24 Uhr. Immer länger und immer exzessiver. Der radikale Partyrhythmus, den die Raver fast schon wie ein Ritual zelebrieren, hat in Berlin mittlerweile sämtliche Grenzen gesprengt und schon surreale Züge angenommen. Clubs, die sich erst ab 4 Uhr morgens füllen, Partys, die erst nachmittags in Schwung kommen, das ist hier normal. Warum machen die Leute das mit? Wie lässt sich die Faszination dieser Musik erklären? Aufputschende Drogen, aufpeitschende Musik und tagelanges Tanzen bis zur kollektiven Ekstase. Das sind Tanzrituale, die man sonst nur aus den Beschreibungen der Ethnologen kennt. Das Glück des Tänzers liegt in einem rauschhaften Zustand, in dem er sein Selbst vergisst und mit der Masse zu einem kollektiven Ich verschmilzt. Das bewirkt die Musik, aber in vielen Fällen auch der Konsum starker synthetischer Drogen. Ist doch klar, also dieses pumpende, stampfende, zuckende, unter gleisendem Licht, also ist doch blanker Sex. Also wenn man die stampfende Bassdrum in seinem Körper spürt, das ist doch wie Ficken. Also für mich war das immer schon so. Wahrscheinlich ist das letzten Endes der Grund, warum ich dazugekommen bin. Mit Techno hat auch ein musikalischer Emanzipationsprozess begonnen. Die Macht der Plattenindustrie wurde gebrochen. In Zukunft kann jeder, der will, auch seine eigene Musik produzieren. Aber wird diese radikale und kompromisslose Musik eines Tages auch die Hitparaden erobern? Ich glaube, die Musik ist irgendwie zu abgefahren und spricht doch nicht ein wirklich breites Spektrum an Leuten, dass es mal von Industrie wirklich erfolgreich kommerzialisiert werden kann. Also ich glaube und hoffe ehrlich gesagt auch, dass das nie der Fall sein wird. Aber du meinst, Techno wird doch eine Musik für eine Minderheit bleiben letzten Endes? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also hoffe ich auch ehrlich gesagt, weil also sobald es dann ein bisschen in größere Bereiche kommt, wird das Ganze noch flach. Das hat man bei jeder anderen Musik gesehen, dass dann die große künstlerische Abflachung auftritt und das wollen wir natürlich irgendwie vermeiden. So schnell wie sie eröffnen, schließen die meisten Clubs auch wieder. Kaum ein Laden hält sich länger als ein Jahr.
Ständig werden neue Locations aufgetan, verwandeln sich ehemalige Fabrikgebäude oder Lagerhallen plötzlich in Partyzonen, nur um genauso schnell wieder zu verschwinden. Die Szene ist verhältnismäßig klein. Es sind nicht mehr als 3000 bis 4000 Leute. Informationen innerhalb der Szene laufen über Mundpropaganda oder Handzettel. Bleibt die Frage, wie geht es weiter? Ist Techno nur ein Trend, der wieder verschwindet, oder wird diese Musik bleiben? Das wird auf jeden Fall noch eine ganze Zeit weitergehen. Das macht nur zu viel Spaß, zu vielen Leuten viel zu viel Spaß, als dass man jetzt einfach sagen würde, das ist jetzt irgendwie durchgekaut und das lassen wir jetzt bleiben. Und wenn es vorbei ist, gibt es wieder was anderes, aber nicht so schnell. Techno City. Nicht umsonst ist Berlin die deutsche, wenn nicht sogar die weltweit führende Techno-Metropole. Was hier jedes Wochenende in den Clubs abläuft, haben weder New York noch London zu bieten. Das Weltniveau wird auch beim Drogenkonsum gehalten. Die beliebteste Droge, Ecstasy. Ein chemisches Gemisch, billig und gefährlich. Ecstasy wird in großen Mengen in illegalen Labors in Osteuropa produziert und über verschlungene Wege nach Berlin gebracht. Techno und noch kein Ende. Berlins Traum von neuem Glanz und neuer Größe, zumindest in dieser Szene, hat er sich erfüllt. Ihr wollt schon nach Hause? Es ist Sonntag 1 Uhr, ja. Also ein richtiger Rehwerk geht da noch nicht nach Hause. Ein richtiger Rehwerk geht Montag, mittags irgendwann nach Hause. Oder Montagabend, aber nicht jetzt um 1. Nee. Tschüss, mach's gut. Bleibt schön.